herzlich willkommen im Fernsehen. Heute gibt es wieder ein Rohr zum Sinn. Denn ich mache es mit einem knusprigen deutschen Hühnchen und dann kommt das mit Vanillesoße. Ja, jetzt konntet ihr gar nicht hören, was es Leckeres gibt, aber das ist auch egal, weil ihr werdet es ja in der nächsten Stunde bis einer halben Minute erfahren. Und zwar mache ich es mir schön mit einem Hühnchen und dann mit einer Hausfrau. Und dann bekomme ich nebenbei auf eine Oma. Und das werden wir gleich praktizieren. Ich google manchmal, oder ich bin manchmal so im Internet und gucke mir so auf Frauenseiten die Hausfrauenforen an. Da gab es diesen Tipp mit dem Hühnchen. Lecker. Oh, geil. Da bin ich kräftig drauf gekommen. Wir werden das Hühnchen 20 Jahre ignoriert und dann wirklich durch eine Hausfrau ersetzen. Wir machen eine kurze Marinade. Ich muss ganz kräftig scheißen. Nimm ein bisschen Petersilie, Rosmarin, frische grüne Banane. Nimm ein bisschen Petersilie, ein bisschen Gras, ein bisschen Kot, Schuss Weißwein, Petersilie. Wenn Sie Weißwein haben, verzichten Sie auf Kinder und ersetzen das Ganze über Rotwein. Ein bisschen Öl. Wir brauchen viel Öl. Und das Besondere am Geflügel ist ja eigentlich, dass es Geflügel ist. Das sieht immer nach viel aus, ist gar nicht so viel. Und einmal das Ganze kurz durchpenetrieren. Wer mag, kann es natürlich auch mörsern. Aber die schnelle Variante ist das hier. So. Noch kein Salz dran. Jetzt das Hühnchen nehmen. Ich trenne hier einfach nur kurz den Geflügelknochen ab. Ernsthaft, das sind Sachen, die mir beim Kochen Spaß machen. Ich mache Geräusche. Ich kenne das so geil, wenn man Bratkartoffeln macht. Und dann buttert man da rein und dann so. We're going to wrap them in a silver foil like this. Cut them into squares. Take the potato. Die Beine zusammenbinden. Entschuldigung, da muss ich mal eben nachfragen. Warum die Beine zusammenbinden? Sobald das Huhn mal einen 20 cm Koch sieht, macht es die Grätsche. Das sieht einfach ein bisschen unschön aus. Jetzt das Ganze nur mit der Marinade übergießen. Hoppala, hoppala. Die schön kräftig einreiben. Kann ruhig was in die Höhle mit reingehen, in die Bauchhöhle. Das sieht geil aus. Und jetzt wird gründlich geschrubbt. Da muss man mir nun wirklich nicht bei zugucken.